Reinigen per Laserstrahl. Das Putzmittel pures Licht. Winfried Barkhausen und Edwin Büchter entwickelten 1999 die weltweit erste industrielle Laserreinigungsanlage. Ihre Clean Laser reinigen technische Oberflächen durch Verdampfen der Schmutzschichten. Beim Sauberlasern werden weder giftige Lösemittel benutzt, noch zusätzlicher Abfall produziert. Wir können durch fokussiertes, gebündeltes Licht Oberflächen von Schmutz und Rückständen befreien. Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass wir keinen Abfall und keine Partikel in den Reinigungsprozess einbringen. Dadurch entstehen keine Abfälle. Das abgetragene Material wird direkt an der Stelle des Entstehens vollständig abgesaugt und in den Filtersystem zurückgehalten, sodass es dort in sehr komprimierter Form einer ordentlichen Entsorgung zugeführt werden kann. Besuch bei einem der ersten Kunden von Clean Laser Systeme. Dichtungssysteme für PKW-Türen werden hier per Laser gereinigt. Die Lärm- und Geruchsbelastung in der Werkhalle ist deutlich gesunken. Reinigen mit Licht ist leise, riecht nicht. Und die Sauberlaser sparen Energie. Gegenüber Strahlmittelreinigungsverfahren kann man bis zu 80% Energie einsparen, was einen Kostenfaktor darstellt. Des Weiteren kommt dazu, dass wir beim Laserverfahren in der Lage sind, ein Werkzeug im eingebauten Zustand zu reinigen. Dadurch entfallen die Aufheizkosten und die Ausbaukosten. Seit über 10 Jahren arbeiten Winfried Barkhausen und Edwin Büchter mit Lasertechnik. Laser gab es bereits in der Medizin, beim Schweißen oder Schneiden, aber nicht zur Reinigung. Seitdem entwickeln und produzieren die Mittelständler Laser zum Reinigen von Oberflächen. Für Automobilhersteller, die Kunststoff- und die Luftfahrtindustrie. Heute sind sie weltweiter Technologieführer im Bereich gebündeltes Licht. Natürlich gab es auch Zweifel, ob das, was wir da tun, auch richtig ist. Wenn man beispielsweise nachts um 1 Uhr bei einem Kunden sitzt, versucht das Lasersystem für den nächsten Morgen zu reparieren und das klappt dann nicht und man ist dann auch schon ein bisschen den Tränen nah. Und glücklicherweise gibt es dann immer noch Freunde und die Familie, die einen dann in solchen Situationen aufmuntern, sagen, es ist der richtige Weg, macht weiter. Winfried Barkhausen und Edwin Büchter entwickeln ständig neue Lasersysteme und testen, ob die Laser für ihren speziellen Arbeitsplatz in der Industrie geeignet sind. Wie dieser Reinigungsroboter. Er entschichtet und säubert eine Reifenform. Wichtig dabei, die Konturen der Reifenform dürfen nicht beschädigt werden. In wenigen Sekunden ist die alte Lackschicht entfernt. Gerade bei umweltbelastenden Materialien, denken Sie an alte Korrosionsschutzanstriche oder aber auch in der Luftfahrtindustrie gab es bis vor einiger Zeit noch chromhaltige Lacke, die sehr, sehr bedenklich sind. Diese können wir mit dem Laserverfahren nicht nur sammeln, sondern auch wirklich zu 100% sammeln und erfassen. Über 200 Lasersysteme haben Sie bereits entwickelt. Vom mobilen Rucksackmodell mit Batterieantrieb bis zum stationären 1000 Watt Powerpaket. Reinigen mit Licht, das geht auf großen Flächen, aber auch auf den Punkt genau. Bisher wurden Werkstücke, die verschraubt, geklebt oder vernietet werden sollen, zuerst komplett entschichtet. Mit der Lasertechnik wird exakt die Stelle behandelt, die danach bearbeitet werden soll. Wir haben hier zwei Aluminiumbauteile, die vor und nach der Bearbeitung mit dem Laser zeigen, wie präzise man reinigen kann. Das wird zum Beispiel in der Automobilindustrie oder auch in der Flugzeugindustrie gebraucht, um eine definierte Klebevorbehandlung zu machen oder auch eine elektrische Kontaktierung sicherzustellen. Bei verrosteten oder verschmutzten Stahlbauwerken gibt es bisher noch keine wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung. Alte Stahlträger werden einfach durch neue ersetzt oder per Sandstrahl gesäubert. Mit großem Aufwand und viel Schmutz. Die Alternative heißt auch hier Laserlicht. Flugrostentfernung geht ruckzuck. Und auch die alten Lackschichten können wir sehr schnell entfernen. Ja, der unteren grünen Streifen, das ist eine Lackschicht von 1 Millimeter. Das kann man in einem Stück kann man das sauber machen. Ein neues Arbeitsfeld für die Hightech-Reiniger sind alte Brücken oder Strommasten, deren Korrosionsschutz versagt. Sie werden zukünftig vor Ort vom Schmutz der Jahrzehnte befreit. Das spart enorme Kosten, denn sie bleiben auch während der Laserreinigung in Betrieb. Und es schont die Umwelt, da der Abfall wie alte Lackschichten und Rost sortenrein aufgefangen und entsorgt wird.
Die Zukunft unserer Lasertechnik wird in immer höheren Laserleistungen liegen, mit denen wir erstmals in der Lage sein werden, auch große Flächen schnell und effizient zu reinigen. Hervorzuheben ist dabei auch, dass wir nachhaltig die Umwelt entlasten. Dass es zu einem Umdenken kommt in der industriellen Reinigung und nicht zur schmuddeligen Sandstrahlecke hier und zum lauten Trockeneisreiniger dort, sondern dass wir ein wirklich alternatives Verfahren darstellen. Bei der industriellen Reinigung gehört dem Laserstrahlverfahren dank Winfried Barkhausen und Edwin Büchter die Zukunft. Und schon jetzt ist diese Technik eine umwelt- und ressourcenschonende Alternative.